Sehr geehrter Herr Kubicki, zunächst vielen Dank, dass Sie sich Zeit nehmen, mit der Arbeitsgemeinschaft der Verbände, der Fitnesswirtschaft, Arbeitgeber, Arbeitnehmerverband, Fitnesslehrerverband und Pilatesverbände ein Gespräch zu führen. Mein Name ist Bodon Mezei und ich bin der erste Stellvertreter des BVGSD, des Bundesverbandes der Gesundheitsstudios Deutschland und Moderator für dieses Meeting. Lassen Sie mich bitte kurz die Personen, die außerdem an diesem Zoom-Meeting teilnehmen, vorstellen. Herr Volker Ebner ist Gründer der weltgrößten Fitnessmesse FIBO sowie der Jugendmesse U und des Karstadt-Marathons. Volker Ebner ist der dienstälteste Funktionär im Bereich Fitness. Er hat zudem seit über 30 Jahren den ersten Vorsitz des DFAV e.V., des Deutschen Aerobik- und Fitnessverbandes. Klaus Umbach ist Präsident der Deutschen Fitnesslehrervereinigung e.V. und Geschäftsführer der Deutschen Berufsakademie für Sport und Gesundheit. Frank Böhme ist Geschäftsführer der Just Fit Fitnesskette im Großraum Köln mit 22 Anlagen. Bernd Schranz ist Vertreter der Interessengemeinschaft Reha-Sport mit 4 Großverbänden und insgesamt 1500 Standorten in Deutschland. Stefanie Rahn ist Präsidentin des Deutschen Pilatesverbandes in München. Und last but not least, die Person, die unsere Forderungen an die Politik zusammenfasst, Paul Unterberg, Gründer der Fitnesskette Enjoy im Jahre 2002 und des Beratungsunternehmens Inline. Er prägt die deutsche Fitnesslandschaft seit gut 35 Jahren. Er war Unternehmer des Jahres 1999 und 2007 und Unternehmer des Jahrzehnts 2011. Paul Unterberg war auch über die Jahre in Berlin sehr aktiv und hat Lobbyarbeit für die gesamte Branche, unter anderem mit Herrn Jürgen Maschmeyer, betrieben. Ihm verdankt die Fitnessbranche, dass kommerzielle Fitnessanlagen bei der Novellierung des Paragraphen 20 Bundessozialgesetzbuch 5 eine bedeutende Rolle bekommen hat. Die Branche oder der Studiobetreiber, wie Sie sich da ausgedrückt haben, dass Ihnen das durchaus bewusst ist. Die Fitnessbranche in ihrer Besonderheit eben auch besonders betroffen ist. Und das möchte ich Ihnen nochmal kurz darstellen, weil die Überbrückungshilfen, so wenn sie denn kommen, am Ende des Tages für uns auch nicht reichen. Die Besonderheit, die Spezifik der Branche mit den mehreren hunderttausend Mitarbeitern, mit der Zulieferindustrie, die hinten dran hängt, mit den immer noch fast 11 Millionen Mitgliedern, die wir haben, die auch eigenverantwortlich für ihre Gesundheit was tun, dann addiert sich das gefährlich aktuell auf über 20% Mitgliederverlust hoch. Und diese Delle, die schieben wir selbst bei einer Wiedereröffnung wieder vor uns her. Wir sind nicht wie Ikea, wenn wir die Türen aufmachen, dass wir unter Volllast weitermachen oder wie ein Friseur, der jetzt gerade wieder aufmachen kann alsbald, der unter Volllast weiter föhnt und frisiert, schieben wir das Problem vor uns her. Und nach einem Bypass, nach einer Hilfe, wie mit Ihnen, und nochmal danke, dass Sie sich die Zeit nehmen, dass wir hier über die normalen Überbrückungshilfen ein Stück hinaus eine messbare Hilfe zur Kompensation unseres Verlustes, der messbar ist und mit unserer Einschätzung hier aus den Verbänden vertreten, die Studios, die da drunter hängen, glauben wir, dass wir mindestens 2 Jahre benötigen, um das wieder aufzufangen. Das ist die Ausgangslage. Gut, Herr Unterberg, zunächst einmal, oder meine Damen und Herren, zunächst einmal freue ich mich, dass wir trotz der geringen Zeitgelegenheit haben, uns kurz auszutauschen. Ich muss gleich wieder präsidieren im Plenum des Deutschen Bundestages, da ist meine Zeit begrenzt und Sie können sich vorstellen, dass nach der gestrigen Konferenz der Ministerpräsidentin und der Bundeskanzlerin und meinen drastischen Worten, was ich von den Ergebnissen halte, die Interviewanfragen sich hier bei mir auch überschlagen. Gleichwohl wollte ich unbedingt das mit Ihnen jetzt auch noch absolvieren. Um kurz auf meine Situation hinzuweisen oder meine Performance. Ich bin mit Ralf Möller persönlich seit langer Zeit befreundet, der mir auch in den Ohren liegt und sagt, die Menschen, die Fitness betreiben, fallen der Gesellschaft weniger zur Last als die, die keine Fitness betreiben. Insofern ist es ganz wichtig, auch wenn wir von Gesundheitsschutz reden und von der Immunität reden, die auch aufgebaut wird durch körperliche Fitness, dann ist es wichtig, die Branche insgesamt zu unterstützen. In meiner Kanzlei selbst haben wir eine große steuerberatende Abteilung, die sehr viele Fitnessstudios in Schleswig-Holstein betreut. Insofern weiß ich um die Situation der vielen Fitnessstudios und bei der Frage, was sollte man sinnvollerweise tun, und das ist mein letzter Satz zu dieser Bundesregierung. Dürften Sie
von Leuten wie Peter Altmaier, die nicht so aussehen, als würden sie fitnessintensiv betreiben, weitreichende Zugeständnisse erwarten und dass Olaf Scholz bedauerlicherweise nicht die Finanzämter instrumentalisiert hat, die Auszahlungen vorzunehmen. Die haben alle Kontendaten, alle Umsatzzahlen, alles Mögliche, sondern dass extra eine neue Struktur aufgebaut werden sollte, spricht für sich, ungeachtet alle anderen Versäumnisse dieser Regierung in der Vergangenheit. Ich will mich jetzt auch nicht wieder in Wut reden. Ich habe vernommen, und das teile ich, dass eine 7-prozentige Umsatzsteuer für Sie bis zum Jahre 2022 Ende ein Schluck aus der Pulle sein kann, um die Versäumnisse der Vergangenheit wieder aufzuholen. Aber es setzt voraus, dass Sie wieder Umsatz machen können, vor allem, dass Sie auch wieder Mitglieder gewinnen können, die eine Perspektive darauf haben, dass die Fitnessstudios geöffnet bleiben. Ich kann nur sagen, dort überall, wo mein Einfluss weiter reicht, als nur nette Sprüche abzusondern, also in Schleswig-Holstein beispielsweise, werden wir ab 1. März Fitnessstudios wieder erlauben, tätig zu werden, indoor. Also der Versuch, teilfinanzielle Kompensation zu betreiben bei Ihnen, ist richtig, muss intensiviert werden. Die Tatsache, dass einige Hilfen, die ja ausgeschüttet werden sollen, bisher nicht angekommen sind, ist wiederum darauf zurückzuführen, dass die Strukturen hier in Berlin nicht stimmen und dass ich hier eine ganze Reihe von Menschen, die ihr Gehalt ja jeden Monat überwiesen bekommen vom Staat, ob das öffentlich Bedienstete sind oder Abgeordnete oder Minister, gar nicht vorstellen können, was es bedeutet, um die eigene Existenz zu kämpfen. Das alles ist im Prinzip Schnee von gestern. Wir müssen zusehen, dass schnellstmöglich die Betriebe, bei denen ja viele wirklich auch dem letzten Zahnfleisch laufen, in die Lage versetzt werden, zu überleben, bis eine vollständige Öffnung wieder möglich ist. Können von Fitnessstudios geht keine Gefahr aus, im Gegenteil. Sind ein Teil auch der Begrenzung der Gefahr. Denn wenn Menschen sich körperlich betätigen, noch einmal stärkt das Immunsystem und damit ihre Abwehrkräfte auch gegen ein Virus, mit dem wir mit Sicherheit noch mehrere Jahre werden leben müssen, auf das wir uns einrichten müssen. Die Idee auf an diejenigen Bereiche, die für die gesundheitliche Versorgung, für auch mentalen Ausgleich notwendig sind, wie Fitnessstudios, wieder schnellstmöglich an den Markt heranzubringen, damit sie ihre Aufgabe erfüllen können und gleichzeitig auch wieder wirtschaftlich existieren können. Es ist so, dass wir letztendlich die Situation nicht verschuldet haben, der Staat auch nicht, aber der verschuldet die Konzeptpleiten, die er initiiert hat. Das Impfdesaster, die Light-Lockdowns, da konnte sich jeder ausrechnen, ohne Virologe oder Mathematiker zu sein, dass es nicht gut ausgeht im November. Und auf der anderen Seite, wie gesagt, wir haben das ja nicht im Frühjahr gefordert, aber jetzt, nachdem wir 5 Monate betroffen sind, muss doch mal jemand zuhören. Und diesen Kontakt, den haben wir noch nicht. Und mit Ihnen, die das jetzt besser verstehen, was wir machen, offensichtlich, dass wir da eine Schnittstelle in der Bewertung bekommen, warum die Hotellerie und die Restaurants temporär mit 7% besteuert werden, also vom Umsatz, und wir nicht. Deshalb macht es auch Sinn, sich dafür einzusetzen, dass Sie es auch bekommen. Wir leiden jetzt in Deutschland, jetzt Sie aktuell, wir alle aber, unter einem Lockdown, der bereits aufgehoben werden könnte oder hätte aufgehoben werden können, wenn wir die Impfraten von Großbritannien oder Israel in Deutschland hätten. Denn dann hätten wir deutlich sinkende Inzidenzzahlen, vor allen Dingen deutlich weniger schweren Versäumnis, dass man nicht mit Diskussionen über potenzielle Mutationen wegschieben kann. Aber wie gesagt, ich habe Ihre Forderung ja auch schriftlich hier. Ich schicke Ihnen nochmal zu, Herr Unterberg, für alle, die heute teilnehmen, das, was die FDP bisher gemacht hat. Und ich sichere Ihnen zu, persönlich, aber auch für die FDP, dass wir uns für die Forderungen, die ich hier gelesen habe, Ihnen Mehrwertsteuerabsenkung 7% und andere Dinge mehr, wirklich einsetzen werden. Und zwar nicht nur durch Anträge im Parlament, sondern vor allen Dingen auch durch eine laute Wortmeldung. Denn Sie wissen, Politik reagiert immer nur auf Druck. Ja gut, aber nur bis hier. Also Sie sehen das im unteren Teil nicht. Aber ich habe den Lockdown auch genutzt, um mit privaten Geräten, die ich mir besorgt habe, dazu beizutragen, dass ich nicht übergewichtig werde. Denn auch das kann man ja sehen. Fahrrad, mache ein bisschen Muskeltraining, weil Sie ja wissen, in dem Alter ab 50, in dem Alter befinde ich mich ja auch schon längere Zeit, ist der Abbau, der ganz wichtig ist, auch für die körperliche Betätigungsmöglichkeit, ist der Muskelabbau deutlich. Und das werden Sie nur schlicht und ergreifend bewältigen, dadurch, dass Sie trainieren. Und allein trainieren macht in aller Regel keinen großen Spaß. Deshalb noch einmal, ich bin auch Mitglied eines Fitnessstudios in Kiel, in der Nähe von Kiel, das bedauerlicherweise auch geschlossen ist. Wie Sie das jetzt dargestellt haben und wenn das auch Ihre reale Wahrnehmung ist und auch Ihre Bewertung der Fitnessbranche, hatten Politiker die Funktion und die wichtige Säule, nämlich dass man sich dort gezielt und unterstützt gegen das Pflegeheim schützen kann. Das kommt ja noch hinzu, wenn wir wieder normale Zeiten haben. Das Durchschnittsalter vieler Fitnessstudios ist deutlich über 50. Das heißt, da trainieren 80, 90
80-jährige Menschen, die fallen in sich zusammen, wenn die 6-7 Monate nichts machen können, die kommen nicht wieder hoch, sodass ein Politiker sich auch nicht mehr dahinter verstecken muss. Nämlich, wir haben die Leute auch in unserer Lobbyarbeit immer ins Land geschickt, sodass kein Politiker mit dem, was er sagt, angreifbar ist. Das ist ja ganz wichtig. Wenn Sie was sagen und sagen, der Kubik ist ein Spinner, dann schadet das ja. Aber wenn Sie das begründen können, was Sie argumentieren und wenn Sie für die Branche sprechen, dann hilft das ja, weil keiner sagen kann, das stimmt nicht. Das ist ja Beweis. Ich habe keine Probleme damit zu erklären, dass ich gerne Golf spiele, obwohl das viele Politiker, die ich kenne, die auch Golf spielen, besser nicht oder aus ihrer Sicht nicht erwähnen wollen. Ich habe keine Probleme damit, das habe ich meinem Fitnessstudio-Betreiber schon gesagt, wenn die das Studio wieder aufmachen kann, bin ich einer der Ersten, der sich mit Pressebegleitung dabei ablichten lässt, wie er sich auf die Handelbank legt und bei Eisen stemmt. So einfach ist das. Und ich glaube, in dem Moment, in dem man den Menschen die Vorurteile nimmt, das ist etwas, wie Sie sagten, wie früher die Muckibude, wo so Halbkriminelle unterwegs sind, die nur ihre Muskeln stärken wollen. Wenn man dieses Image tatsächlich dadurch ausgleichen kann, dass von Menschen, denen man Vernünftiges zutraut, wie Politiker oder Künstler oder Sportler, sich dann auch öffentlich dazu bekennen, dann haben wir gemeinsam viel erreicht. Dann werden auch viele Menschen, die bisher immer noch in den Rücken gekehrt haben oder noch nicht zu ihnen gefunden haben, die Chance ergreifen, auch in Fitnessstudios zu gehen. Vieles von dem, was Vereine heute nicht mehr leisten können, leisten ja Fitnessstudios. Das muss man einfach so sagen. Und wenn wir immer von Volksgesundheit reden, dann sind die Fitnessstudios ein wesentlicher Baustein dafür, dass die Volksgesundheit erhalten bleiben kann. Ja. Einen guten Bekannten, der ist 80 Jahre unter Berg. Und ich sage mal wieder, wenn wir beide uns vergleichen, dann möchte ich in deinem Alter so aussehen wie du. Ich sage da immer zu, ich würde jetzt schon gerne so aussehen wie du. Der hat einen gestielten Körper, der kann noch einmal hochheben, wo ich dann schon zwei Arme brauche statt einen Arm. Das ist auch Lebensqualität und Lebensgefühl. Das müssen wir schnellstmöglich wiederherstellen. Ja, ich sag mal, wir kommen ja eigentlich schon allein zurecht, wenn man uns nur lässt. Man hat uns ja das genommen, was uns als Unternehmer oder Unternehmerinnen ausgezeichnet hat, nämlich mit Einsatz, Fleiß, Strategie, Willenskraft, all diese Dinge zu bewirken, wo wir die Branche letztendlich auch hingeführt haben. Da ist Deutschland, der deutsche Fitnessmarkt weltweit, ein Musterbeispiel. Wir sind diejenigen, die mit Gesundheit angefangen, als die Amerikaner noch auf den Bildschirm ihrer Fitnessgeräte geschossen haben und Abenteuer produziert haben, haben wir schon das Thema Gesundheit transportiert. Und so gesehen sind wir da in Deutschland, das wird vielleicht auch von der Politik unterschätzt, mit unserer Branche sehr, sehr weit, auch tiefgründig, wissenschaftlich fundiert und wissenschaftlich begleitet. Das ist also aus der Sicht schon sehr richtig. Also man muss uns nur lassen und wieder lassen und wieder bei dieser Delle, die wir jetzt erlitten haben, unverschuldet einfach eine Brücke bauen, zum Beispiel mit der Mehrwertsteuer oder eben halt anders, damit die Branche nicht vor die Hunde fährt. Wir fahren vor die Wand oder viele fahren vor die Wand, weil sie diese Delle des Mitgliederverlustes nicht, weil wir kein Tagesgeschäft haben und keine Tagesgäste haben, einfach nicht ausgleichen können. Wunderberg, auch da kann ich Ihnen nur sagen, die Branche gehört ja zu den Mutmachern. Halten Sie einfach noch 14 Tage, 3 Wochen durch, dann kriegen wir das hin. Ich sage Ihnen, ausgehend von den 3 Ländern mit FDP-Regierungsbeteiligung bekommen wir das hin, dass die Fitnessbranche wieder eröffnet kann, die Studios wieder öffnen können. Und ich sage noch einmal, alles, was ich Ihnen sage, das können Sie bedenkenlos gegen oder für mich verwenden. Also es ist nicht so, dass das, was ich jetzt Ihnen gesagt habe, unter uns bleiben muss, sondern Sie können mich gerne dafür auch mal in Haft nehmen, dass ich es öffentlich oder in einem größeren Kreis wiederhole. Oder wenn das jemand mitgeschnitten haben sollte, er kann das auch jederzeit wo auch immer verwenden. Also ich stehe zu dem, was ich sage, nicht um Ihnen zu schmeicheln, sondern weil das meine feste Überzeugung ist. Ich muss mich jetzt, ich sehe bei Ihnen auf der Uhr, es ist 16.22 Uhr, ich muss Sie jetzt leider verlassen, weil ich ins Plenum muss, denn dann hört die Veranstaltung auf. Also ohne einen amtierenden Präsidenten darf da nicht weitergetagt werden. Ganz kurz nochmal, vielleicht, ja. Sie weiß ja, dass Sie Sitzungswoche haben, ergibt sich daraus in 3-4 Wochen ein weiterer Termin, dass wir einfach mal sagen können, was ist daraus geworden? Das wäre ja ganz gut. Jederzeit und gerne. Wir können das sofort über unsere Büros organisieren. Ich würde sagen, wir warten den 3. März aber ab, weil der 3. März der Tag ist, an dem die MPK mit der Kanzlerin nochmal zusammenkommen will. Und wir hatten gestern Nacht eine Sitzung unseres Koalitionsausschusses in Schleswig-Holstein. Wir machen ja schon mehr, als die gestern beschlossen haben. Wir öffnen schneller auch übrigens für die Fitnessstudios. Aber wir wollen durchsetzen, und zwar mit all dem, was wir haben, dass spätestens ab Mitte März auch bundesweit die gleichen Regelungen gelten wie die wir uns überlegen, nämlich eine komplette Öffnung der Branche. Wir sind mit den Inzidenzzahlen dann soweit und alles andere wäre einfach nur eine Verlängerung des Lockdowns, weil es eben Spaß macht, aber es hat keine rationale Begründung dann mehr. Also nach dem 3. März, zwischen dem 3. und 5. oder 6. 7. März jederzeit und gerne wieder. Das können die Büros sofort aushandeln. Danke dafür. Machen Sie es gut erstmal, weiterhin froh schaffen und behalten Sie den Mut und die Durchhaltefähigkeit, die man ja in Fitnessstudios dringend braucht, wenn man längere Zeit an Geräten übt. Danke. Vielen Dank. Okay, danke sehr. Danke. Ciao. Vielen Dank. Ciao an alle.